Es sind Bilder, wie sie Eltern wohl nicht erleben wollen. Diese Crash-Versuche sind jedoch wichtiger Bestandteil des umfangreichen ADAC-Tests zu Fahrradtransportsystemen für Kinder. Gerade Lastenfahrräder werden immer beliebter und gerne für den Transport von Kindern genutzt. Grund genug für den ADAC, diese Transportlösungen mit anderen Systemen zu vergleichen. Wir haben uns die sogenannten Backpacker angeschaut. Da sitzen die Kinder hinter dem Fahrer. Dann die sogenannten Long John. Da ist quasi zwischen dem Lenker und dem Vorderrad dann diese Transportschale. Als drittes die Systeme mit zwei Vorderrädern, wo die Transportschale zwischen den Rädern sitzt. Und zum Vergleich dazu auch noch den standardmäßigen Fahrradanhänger mit und ohne Federung. Und noch diesen Tandem-Anhänger, wo das hintere Fahrrad sich an das vordere so andockt. Beim Komfort konnten vor allem die gefederten Anhängervarianten punkten. Auch bei der Handhabung hatte der Anhänger die Nase vorn. Gemeinsam mit dem Tandem-System übrigens die preiswerteste Variante im Test. Lastenfahrräder konnten vom Komfort lediglich bei leichten Unebenheiten überzeugen. Sie sind darüber hinaus bei der Handhabung gewöhnungsbedürftig. Neben Komfort, Handhabung und Fahrverhalten stand auch die Sicherheit der verschiedenen Transportlösungen im Fokus. Der Seitencrash als Worst-Case-Szenario zeigt, wo Schwächen sind. Beim Anhänger kann sich die niedrige Sitzhöhe negativ auswirken. Bei den Lastenfahrrädern mit Transportbox bieten die Seitenwände zwar zuerst einen Schutz, im Crashverlauf schwächelten aber dann die Rückhaltevorrichtungen. Auch gefährlich: Nach dem Aufprall könnten die Systeme mit Transportbox in den Gegenverkehr rutschen. Der Dummy auf dem Tandem-System landete komplett ungeschützt auf der Straße. Die Messwerte beim Erstaufprall dieses Systems waren allerdings mit dem Lastenfahrrad und den beiden Sozius-Sitzen am besten. Unser Versuch hat natürlich eine Extremsituation dargestellt, insofern sind die Bilder auch heftig. Aber letztlich lassen sich mit all den Systemen die Kinder sicher transportieren, wenn die Eltern auf wichtige Faktoren achten, immer Helm tragen, Gurte immer verwenden, wo keine Gurte da sind, müssen welche gekauft werden und natürlich auch eine umsichtige Fahrweise und Gefahrensituationen möglichst von Haus aus vermeiden. Der ADAC empfiehlt den Herstellern, an einigen Punkten nachzubessern. Vor allem das Weiterrutschen bei den Lastenfahrrädern mit Transportbox fiel negativ auf. Auch Rückhaltesysteme, die sich lockern, oder sich öffnende Gurte sollten künftig genauso vermieden werden wie scharfe Kanten und hervorstehende Muttern in Insassennähe. Verbrauchern rät der ADAC, die Systeme vor dem Kauf auszuprobieren. Und, besonders wichtig, Fahrer und Insassen sollten Helme tragen, um die Verletzungsgefahr im Kopfbereich zu reduzieren.